Hey Leutchens und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir suchen ja das nächste Ordensmitglied und dafür musste man das Würfelspiel eine Partie hier in dieser Stadt gewinnen. Das habe ich getan. Ich habe das ein paar Mal versucht und ich brauchte da ja ein paar Anläufe. Hat erstmal nicht so gut funktioniert. Hat auch etwas länger gedauert und deswegen dachte ich, ich mache das alleine. So, okay. Das ist jetzt das Ende von der Partie, dass sie hier seht, wie viel ich siege und dementsprechend. Du bist ziemlich gut. Willst du noch eine Runde spielen? Nö. Vielleicht ein andermal. In Summe hat sie mehr gewonnen als wir oder ich in dem Fall. Und sie suchen wir. Wir suchen den einmal. Und ja. Einmal auf die Karte geschaut. Ein bisschen weiter runter. An der Stelle erkenne ich nicht so gut. Das muss irgendwo hier mit sein. Da lag eine Schatzkarte rum. Ungünstigerweise habe ich die geholt. Aber das andere Teil vergessen. Das war schade. Weil das hätte uns super geholfen. Jetzt suche ich gerade das passende kleine Teilchen da. Ich meine, das müsste hier irgendwo sein. Ah, okay, da. Wie sehen wir das an? Okay, wir reisen doch hier hin. Und rennen dann nach dort. Falsche Richtung. Wir wollen ja nach da hinten. Lasst mich in Ruhe. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Wir würden sie besiegen. Aber muss ja nicht sein. Ausgeruht, so mitten im Feld. Auch hier waren wir schon mal. Da soll eine Schatzkarte gelegen haben. Okay, da waren wir nicht. Das ist nicht das, was ich suche. Habt ihr mein Pferd umgebracht? Unhöflich. So, okay. Besiegt. Das, was ich suche, ist irgendwo hier. Aber irgendwo drinne und dementsprechend ja nicht hier draußen. Ich weiß nicht, ob es das ist, das drin ist. Da ist ein Schlüssel.
Da oben ist eine Kiste. Da hinten ist irgendetwas, das möchte ich wahrscheinlich holen. Ich hoffe, dass es das ist, was ich suche. Sehr gut. Irgendwie dachte ich, dass es eine Frau ist. Okay, habe ich mich geirrt. Schade. So, wo versteckt sich der Gute hier? Und die haben ja angefangen. Jetzt überlege ich gerade, von wo ich dahin reise. Da war ich auch schon drinne. Unter Bier in dem Fall. Na gut. Bitte einmal durch. So, stimmt, ich wollte ja hinreiten. Ne? Mit euch gemeinsam. Da ist es wieder. Weil das andere vom Aussichtsfunk da ist auch nicht viel kürzer. Deswegen ist es ja egal, von wo wir da hinreisen. Für wen wir da noch Informationen bekommen. Ob das für den einen ist, der nur eine Information, oder es gibt noch zwei, für die brauchen wir jeweils eine Information, und dann gibt es noch eine Person, für die brauchen wir noch drei Informationen. Ich frage mich, ob das wir dann nächste Person finden oder einen weiteren Hinweis. Was da war, lasse ich mal in Ruhe. Ah, okay, die Spiele müssen wir auch mal gewinnen. Sonst wäre hier nicht das Häkchen dran. Doof. Hat ein bisschen gedauert. Musste erstmal wieder warm werden. Dementsprechend brauchte ich da den ein oder anderen Versuch. Na gut. Dem jungen Aetherid. Er wird sich erheben. Wie man hört, ist er kein Elfred. Ich habe alle belogen und sie werden es nie erfahren. Sie werden von mir als gutem Mann sprechen, der seinem Herrn diente. Dein Huga fährt in einen neuen Leib. Zack, Hammer. Oh. Dann können wir da gleich weitermachen. Wo ist er denn, der kleine Schlinge? Achso, halt erstmal hier hin. So, Welt markieren. Gut ist, dass wir hier gleich schnell hinreisen können. Und dementsprechend die ganz schnell schnappen können. Ganz viel Informationen von ihnen haben wir gefunden, weil wir andere umgebracht haben. Hier hätten wir auch noch so ein Würfelspiel. Wollen wir noch die Würfelspiele alle gemeinsam irgendwann machen, oder mache ich die alleine und sage euch dann, ich habe die erfolgreich bestanden? Dürft ihr gerne mal in die Kommentare hauen. Du gewinnst. Ich akzeptiere meine Niederlage. Die Geschichte wird von meinen Eroberungen künden. Feiglinge werden nicht besungen. Ich bin kein Feigling. In der Schlacht um West Sexe ging ich als Sieger hervor. Von dieser Zeit sollten die Dichter berichten, als ich Ehre mein Eigen nannte. Nein,
Deine Ehre wird da begraben, wo sie jetzt ist. Im blutgetränkten Schlamm. Okay. Komm wieder abhauen. So. Wir gucken wieder auf die Liste und stellen fest, dass wir hier eine Information bekommen haben. Und da fehlen zwei. Da fehlen drei und da fehlt eine. Machen wir zuerst den hier. Gut. Ah, Trinkspiel. Ich reise schon mal dahin und wir treffen uns dann dort. So. Da sind wir. Wir sind hier in dieser Stadt, hier in der Region und wollen mal trinken. So, sprechen. Du siehst mir wie ein Schluckspecht aus. Du gewinnst. Lass mich dein Silb. Ich mach was Kleines, weil ich bin da nicht allzu gut. Wir trinken. Na gut. Nein. Aber hast du die Außenhörner gar nicht gesehen? Ich dachte, ich muss das nur einmal. Aber es sind doch ein, zwei, drei mehr. Sehr gut. Bekommen. Jetzt können wir weiter reisen. Lass mich ein bisschen nüchtern werden. So kann es ja gar nicht vorangehen. So, ich meine, wir wollten jetzt irgendwo hier in die Nähe. Dahin. Okay, wir reisen nach hier. Hier vorne an der Stelle habe ich Fische geangelt. Hat lange gedauert und hat genervt. Ich weiß gar nicht mehr welche. Da ich wenig Fisch esse, bin ich da auch komplett schlecht. Ich weiß dann echt wenig, wie die heißen. Also die üblichen Verdächtigen, ja, bekomme ich so hin. Aber wenn es dann etwas tiefer in die Materie reingehen soll, dann Opfer. So, hier ist irgendwo ein Häuschen. Wie unerwartet. Und das ist eine Stadt. Und sollte ein Ding sein. Da ich die Information... Ich meine, das könnte da drinnen sein. Sehr gut. Okay, das ist doch eine Frau. Und da gehen wir gleich mal hin. Wir schnappen sie. Auf die Weltkarte. Damit wir sie auch hier markieren können. Und günstigerweise sind da gleich keine Heilpunkte, sondern Reisepunkte. Und können da schnell hinreisen und
und sie schnappen. Schick. Davon müsste sie sein. Da war sie. Wir müssen uns dem Orden zuwenden. Er weist die Menschen an ihren Platz. Er verspricht keine Wahrheit. Aber wahre Macht. Damit entehrst du den Sinn des Lebens. Nein. Nein, nein. Für mich ist der Sinn die Mehrung von Macht. Wer oben ist, wird noch höher steigen. Du wirst sehen. Wir gleich nochmal zu ihm. Ich möchte mal sehen, wo der ist. Ah, okay, hier. An der Stelle, dann brauchen wir hier noch zwei. Und da noch drei. Okay, da auch noch drei. 10 ist nicht so mein Ding. So, der gute Herr ist hier. Auch da waren wir schon mal. Und haben zum Beispiel den König zur Besinnung gebracht, meine ich. Ja, da waren wir dort. Dann haben wir noch einmal einen Ring hingeschafft von einer Dame zu einer Dame, die Fisch verkauft hat. Ihr Mann wurde hier. Hier gab es einen Felsen, so einen Vorsprung, und da unten wurde ein Felsen runtergerollt. Von dem Vorsprung. Dieser hier. Und der Mann ist dann da verstorben. Der hat einen Ring für sie gehabt. Und den haben wir hingeschafft. Mag das übertrieben mit der Sonne und die Landschaft generell im Spiel ist. Mir gefällt sie. Boah, schön. Könnte ich den ganzen Tag lang reiten. Wieder und wieder. Ich glaube, Holz brauchen wir nicht. Das können wir echt außen vor lassen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir die anderen beiden finden oder ob die dann... Nee, doch, die müssen wir so finden noch. Von ihnen kriegt man einen Hinweis. Ja, nun stelle ich mich beim Vitenagemot der Götter meinem Urteil. Nach Helheim mit dir. Ei, selbst Helheim braucht einen Greve. Okay. Das war der. Wir sehen mal nach, für was wir dann... wenn wir dann noch einen Hinweis bekommen haben für ihn hier. Okay.
An dieser Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen lieben Dank.